Und ich nur mit dem Kind und der Tasche und dem Bauch und nun wir hinten, mein Vater sicher mit Koffern, ja, hinterher. Und da sind wir eben um die Ecke bei der Zionskirche, die da gerade einstürzte, vorbei. Und ich habe immer versucht, hinter ihr her, damit ich ihr die Funken, wir hatten Pelz an, noch am Rücken ausdrücken konnte. Das war Mittwoch, ich war 2 Tage zu Hause und mein Vater rief an und wir hatten gar kein Telefon, weiß gar nicht, bei wem er angerufen hat und sagte, russische Panzerkreuzer bei, ich glaube, Kreuzberg, das sind so ungefähr 2 Personenzugstunden von Breslau entfernt, östlich. Und da sag ich, na und? Und da sagt er, ja, und musst du mit dem Kind nicht weg? Und sicher hatte er meine Schwiegereltern da in der Vorstellung. Und da sage ich, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich will erst mal zu Verstand kommen. Ich hatte noch gar nicht kapiert, so mehr oder weniger, dass mein Mann nicht mehr existiert und nicht mehr lebt. Und dann mussten wir am Ende, das war Mittwoch, und ab Freitag ging das dann, dass alle, die auf der östlichen Oderseite, also das ist die rechte Oderseite, wohnten, dass die alle aus ihren Wohnungen raus müssen und in die Stadt reingehen, weil die SS die Brücken sprengen wollten. Und da sind wir dann Freitag oder Sonnabend, also ich glaube, wir waren nur 2 Nächte, hat man dann uns in der Nähe vom Hauptbahnhof eine Unterkunft zugewiesen. Und da waren wir also dann über das Wochenende in der Stadtmitte, richtig, ich sagte ja, in der Nähe vom Hauptbahnhof untergebracht. Was wussten Sie von den Russen, die anrückten? Ja, Angst hatte man vor ihnen. Sie waren ja nun wirklich durch Propaganda. Also Unheil, irgendwie Unheil hatte, vor einem Unheil hatte man da schon Angst, das stimmt schon, aber trotzdem wollte ich eben erstmal von zu Hause nicht wieder weg, ja. Und Sie sind dann aber trotzdem nach Dresden geflohen, Das praktisch. war von dem Haupt, weil wir dort in der Nähe vom Hauptbahnhof, es war ja sehr kalt, 20 Grad Kälte, Minusgrade, und unten auf der Straße standen offene Lastwagen und da wurden Frauen mit Kindern, mit Babys und zum Teil wohl auch Kinderwagen vielleicht aufgeladen und meine Mutter ging runter und fragte und oder ich ging mit, ich weiß es nicht. Ich war ja schwanger im 5. Monat. Und man sah das also schon, ja. Und da gingen wir runter und da wollte sie, dass die mich mitnehmen. Und die Frauen schrien, wir wünschten, wir wären in ihrem Zustand und dass das Kind noch nicht auf der Welt war. Und wie viele sind dann bei 20 Grad Kälte auf den offenen Lastwagen auch erfroren, ja. Also die haben mich nicht mitgenommen und da haben wir uns dann, meine Mutter und das 1,5-jährige Kind, mein älterer Sohn, selbstständig gemacht und sind auf dem Bahnhof und wie man das gemacht hat, ob man uns gesagt hat, wo die Züge, die fuhren eben alle Richtung Westen, fort von der Ostfront, ja. Und das war ja für uns, war ja Breslau, Dresden, das war ja
war nicht unbedingt, das haben wir sicher schon erfragt, dass wir nicht nach Berlin, das hätte ja auch nicht viel genützt, ja. Als Sie dann in Dresden angekommen sind, wollten Sie ja dann eigentlich, also Sie hatten ein Angebot dann von einer Bekannten oder bekannten Familie, noch weiter weg von Dresden, also noch weiter westlich zu gehen. Und Sie sind ja im Prinzip vom Angriff dann auf Dresden am 13. Februar 1945 überrascht worden. Ja. Die Frage, die ich noch hätte, hatten Sie inzwischen, Sie hätten ja in Dresden bleiben können, aber trotzdem hatten Sie das Bedürfnis, noch weiter nach Westen eigentlich zu gehen. Nee, das war nicht westlich, das war nur auf dem Land. Hier. Also genau, aber hier. Auch weiter weg vom... Weiter aus der Großstadt raus. Mhm. Eben auch aus Furcht vor Bombenangriffen. Ja. Und weil sie sagte, ich muss andere Flüchtlinge nehmen, wenn sie nicht kommen. Und da sie wusste ja, dass ich ein Kind erwarte und hatte den Nils, mit dem ihre Töchter in Prag nur, weil die in der Nebenwohnung wohnten, viel gespielt hatten und so, da wollte sie. Und malte mir nun das Leben auf dem Lande als Paradies, ja, beim Bauern und Milch und für die Kinder und ja, das wäre doch besser als in der Großstadt. Und da wollten wir am 15. Februar, hatten wir uns abgemeldet, polizeilich und Lebensmittelkarten und einen Dienstmann bestellt. Und der holte das Gepäck, was von Prag nach Dresden gegangen ist, hat er auf dem Hauptbahnhof geschafft, damit das besser umkommen kann. Naja, weil ja am Bahnhof die vielen Menschen, die flüchten, was da war, ist ja alles zerbombt worden, dann in der Nacht. Der kam gerade am 13. und holte das Zeug da weg. Den 13. Februar, wie haben Sie den erlebt? Meine Schwiegereltern wohnten, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, im Schweizer Viertel hinterm Hauptbahnhof, Nürnberger Straße. Direkt neben, fast direkt, also nicht das Eckhaus, neben der Zionskirche. Und dort waren wir bei meinen Schwiegereltern, das sind so Jahrhundertwende vom 19. zum 20. so Jahrhundertwendebauten, so mit Riesenwohnungen und zwei Fluren und so. Und dort waren wir ja untergekommen und und wussten nur auch, dass wir wegziehen werden und hatten auch, die wussten ja auch die Adresse, wo wir hin wollten und so weiter. Und da kam an dem 13. Februar der Angriff, meines Erachtens war es um 9:30 Uhr, wie gesagt, jetzt ging mal die Zeit ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, der erste Angriff war um 9:30 Uhr und wir sind dann sicher runter, aber das war alles noch so im Gehen, noch so nicht so endgültig. Und dann gab es auch wieder Entwarnung, ich weiß nicht nach welcher Zeit. Das gibt es ja viele Unterlagen, die das bekunden. Und dann sind wir wieder rauf in die Wohnung und ich wollte den Jungen ins Bett legen, habe ihn nochmal auf den Topf gesetzt und während ich das Kind wieder ins Bett packen wollte, ich glaube, ich hatte ihn noch nicht wieder ausgezogen oder war ich nicht sicher, ob ich ihn ausziehen soll. Und da kam der nächste Angriff. Und da sind wir wieder runter. Und der Luftschutz, der offizielle Luftschutzkeller war im Nebenhaus eingerichtet worden. Und dieser bekannte Mauerdurchbruch, das war eigentlich das in dem Film, in diesem Dresden-Film, das, was mich auch an meine Situation erinnert, weil sie mich als Erste, weil ich schwanger war, sollte ich nur als Erste dort in den Luftschutzkeller. Und da war das Loch, die Ziegeln, die sie da rausgenommen haben, noch so klein und der Bauch doch schon ganz schön dick. Und das war sehr mühsam, da in diesen Luftschutzkeller zu gelangen. Und dort sammelte sich dann alles Mögliche. Nur meine Mutter weiß ich nicht genau, aber mein Vater, mein Schwiegervater, die sah ich immer im Kellergang vorbeirasen. Die Tür war offen und die mit Koffern und weiß der Teufel was alles. Und das fragte ich immer, wo wollen die denn hin und so weiter. Und der Angriff ging immer weiter und der Keller wurde immer leerer.
Und da dachte ich, du kannst doch mit dem Kind jetzt hier nicht sitzen bleiben, keiner guckt mal oder sagt was. Und dann bin ich mit dem Kind und so einer großen Umhängetasche, wo noch Unterlagen, Dokumente und vielleicht auch Schmuck oder sowas drin war, bin ich raus und bin die Kellertreppe hoch und da ist dieser große Podest, sie wohnen ja auch in so einem alten Haus, nicht? Dieser große Podest, wo es in die Hochparterre-Wohnung geht, ehe die Treppe nach der ersten Etage hochgeht und dann eine große Treppe nach unten. Und da stand meine Mutter und hinter ihr alles feuerrot. Und meine Mutter stand dort unten mit Kinderwagen. Wir hatten zwei Kinderwagen vollgepackt. Den einen hatte der Dienstmann auf dem Hauptbahnhof gebracht und den anderen hatten wir bei uns. Da waren also Betten und Kissen und gerade so viel, dass mein Kind noch so mit dann an die Plane oben stieß, wenn man ihn reingelegt hat, ja. Und das sage ich zu meinem Vater, den hatte ich, wir waren zusammen. Sag ich, was will denn die Mutter dort? Und in dem Moment merke ich, dass die eine Tür aufreißt. Das war also die Ausgangstür auf die Straße. Und mit dem Kinderwagen raus rollte. Die rollte ja mit dem Kinderwagen. Und ich nur mit dem Kind und der Tasche und dem Bauch und nun wir hinten, mein Vater sicher mit Koffern, ja, hinterher. Und da sind wir eben um die Ecke bei der Zionskirche, die da gerade einstürzte, vorbei. Und ich habe immer versucht, hinter ihr her, damit ich ihr die Funken, die hat den Pelz an, noch am Rücken ausdrücken konnte. Und die nächste, entweder ist es die Bayerische oder die Bayreuther, Straße, die Parallelstraße zur Nürnberger, sind wir ziemlich gleich links rein und vielleicht die hohe Straße dann rechts rein. Und da war es dunkel und es nieselte. Und dort haben wir erstmal verschnauft in so einem gemauerten Garteneingangstürchen, wie das so vornehme Villeneinfamilienhäuser dort in der Gegend hatten. Und haben das Kind vielleicht erstmal in den Wagen gelegt und so weiter und sind dann stadtauswärts geflohen und sind noch über Nacht in einem Haus aufgenommen worden. Und es war, glaube ich, ein Ingenieurshaushalt. Und wie wir das gemacht haben, kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Und dann sind wir am nächsten Tag Richtung Auferstehungskirche Plauen. Die hatten Tee und Brote und sowas für die Bombengeschädigten. Und da sind wir dorthin, weil wir ja wussten, wo wir hin wollten. Ja, wir wollten ja in der Richtung, ja. Erzgebirge. Und da wurde uns gesagt, wir sollten runter, dort an die Weißeritz, ich weiß nicht, wie der Platz heißt heute, bei der Wienertmühle unten. Und da kamen dann auch Lastautos, dann sind wir mit einem Lastauto bis Heinsberg, Kosmansdorf dort raus und dann haben sie uns dort abgesetzt, weil wir sagten, wo wir hin wollten und dann sind wir mit Kind und Kegel und einen Berg hoch nach Somsdorf und rüber nach Borlas, wo dann mein zweiter Sohn geboren wurde.